Nachdem Sie einen neuen Arbeitsbereich erstellt haben und mit leerem Prozess starten, wird es Zeit, ein paar Inhalte zu modellieren. Klicken Sie auf Prozess und beginnen Sie in Workflows und Aktivitäten. Mit dem orangenen Plus-Knopf links unten fügen Sie einen neuen Workflow hinzu. Tippen Sie den Titel des Workflows und bestätigen Sie diesen mit Enter. Wiederholen Sie das Vorgehen, um weitere Workflows zu erstellen. Klicken Sie an irgendeine andere Stelle, um den Erstellungsmodus zu beenden. Falls Sie den orangenen Plus-Knopf nicht sehen, stellen Sie sicher, dass Sie die nötigen Berechtigungen haben und wechseln Sie in die Working Version. Wählen Sie die Modellierer-Ansicht für eine schnelle und einfache Modellierung. An einem Workflow können Sie Aktivitäten über den orangenen Plus-Knopf oder die drei Punkte neben dem Workflow-Namen hinzufügen. Fügen Sie mehrere Aktivitäten auf einmal mittels des orangenen Plus-Knopfs hinzu. Tippen Sie den Aktivitätentitel in das Feld mit der Tabulator-Taste. Öffnen Sie ein weiteres Feld oder klicken Sie auf Weiteres Element hinzufügen, Add One More. Nach dem Speichern sehen die zwei verbundenen Aktivitäten sofort in der Visualisierung. Wählen Sie die erste Aktivität aus und schauen Sie auf das Sequence Widget. Dort wird die Nachfolgeaktivität ebenfalls angezeigt. Im Work Products Widget können Sie die Inputs oder Outputs der Aktivität hinzufügen. Work Products können beim Hinzufügen gleich erzeugt werden. Verwenden Sie das Drei-Punkte-Menü oben rechts an der Visualisierung, um zusätzliche Informationen wie Inputs und Outputs anzuzeigen. Ähnlich wie zuvor fügen wir das erzeugte Work Product als Input der Nachfolgeaktivität hinzu. Das gleiche Vorgehen gilt für die Assoziationen von Rollen zur Aktivität. Diese erzeugen Sie im Rollen-Widget durch Hinzufügen der Responsible, Accountable, Supporting, Informed oder Consulting-Rolle. Die verlinkte Responsible-Rolle wird als Schwimmbahn in der Visualisierung angezeigt. Im Phasen-Widget können Sie Aktivitäten mit den dazugehörigen Phasen assoziieren. Tippen Sie den Namen der Phase. Sie können auch hier ein Phasenelement während der Verlinkung direkt erzeugen. Verwenden Sie das Drei-Punkte-Menü an der Visualisierung, um weitere Informationen zu Phasen- oder Prozessschnittstellen einzublenden.